Stefanie Popp hier, hi. Ich möchte euch alle von ganzem Herzen echt ein frohes, ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Es ist eine unglaubliche Zeit, in der wir leben. Und wow, wir müssen einfach immer wieder von Gott hören für die Tage, in denen wir leben, aber auch für das Jahr. Und das ist immer wieder mein Herzenswunsch, das, was mich motiviert, einfach Gott zu suchen und zu sagen, Gott, ich muss von dir hören, weil ich denke mir gerade in diesen Zeiten, alles, was wir brauchen, ist sein Wort. Wir müssen einfach von Gott hören und sehen, was er tut, was er möchte und was sein Plan ist und wo es hingeht. Und so bin ich schon länger dran, immer wieder zu sagen, Gott, zeig mir einfach, woran ich mich ausrichten kann für das Jahr 2021. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich weiß, dass viele andere auch von Gott hören. Und das finde ich immer wieder so spannend zu sehen, dass jeder irgendwie wie so ein Steinchen bekommt oder wie ein Puzzleteil. Und der eine das und der andere das. Und ich möchte gerne mit euch teilen, was ich einfach gehört habe. Das Erste, was ich gehört habe, ist, dass Gott sagt, es ist eine Zeit der Wiederherstellung. Jetzt ist eine Zeit der Wiederherstellung. Und ich sehe schon seit einigen Tagen in meinem Geist immer wieder Engel, die unterwegs sind und sie haben große Wassereimer. Und dieses Bild, es bleibt einfach fortwährend da. Deswegen weiß ich, es ist etwas, was in diesen Tagen auch weiterhin geschehen wird. Und diese Engel sind gesandt einfach zu dir und zu mir und zu all denen, die so mit Müdigkeit kämpfen. Einfach mit dem, was das letzte Jahr so gebracht hat, gemacht hat. Und ich sehe, wie sie einfach dieses Wasser ausgießen. Und in Hesekiel 36 bin ich auf die passende Bibelstelle dazu gestoßen. Da heißt es, sagt Gott, ich hole euch aus den Völkern, ich sammle euch und ich bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Und ich empfinde, dass diese Engel wirklich einfach Wasser über uns ausgießen, das uns reinigt. Nicht innerlich, sondern äußerlich von all dem, was durch dieses Jahr einfach geschehen ist und was uns so anklebt. Es ist eine Zeit der Wiederherstellung. Gott tut es. Und dieses Wasser, es fließt und fließt in einen natürlichen Eimer, den gießt man aus und der ist leer. Aber was ich einfach sehe, ist, dass diese Engel Wasser ausgießen und gießen und gießen und es versiegt einfach nicht. Dieser Eimer wird erst dann leer sein, wenn du all das Wasser abbekommen hast vom Himmel, das du abbekommen musst, um wirklich einfach durch und durch in jeder Pore gereinigt worden zu sein von dem, was du auch an Negativem erlebt hast, wo der Feind dir Dinge geraubt hat, wo du echt zu kämpfen hattest. All diese negativen Dinge, die werden gereinigt durch reines Wasser aus dem Himmel. Und ich liebe dieses Bild, ich liebe das, was Gott tut. Das Zweite, was ich gehört habe, ist Refokus. Das ist das, was Gott tun wird. Und während ich über dieses Wort Refokus nachgedacht habe, refokussieren, habe ich einfach immer wieder Jesus gesehen und diese Aufforderung in seinem Blick, ihn anzusehen. Und das möchte ich einfach heute einfach euch so weitergeben. Ja, wir folgen einem Mann. Es ist Jesus. Er ist der Sohn Gottes und seine Kraft lebt in uns. Und ich empfinde, dass er möchte, dass in dieser Zeit, die kommt, in diesem Jahr, hier und jetzt, wir anfangen, uns ganz bewusst zu refokussieren auf das, wer Jesus ist und auf die Tatsache, dass wir aufgerufen sind, Jesus zu folgen. Und wenn ich an Jesus denke, dann denke ich daran, dass Jesus auf dem Wasser lief. Jesus ging durch Wände. Jesus schwebte in der Luft, Jesus wurde verwandelt und glänzte buchstäblich vor Herrlichkeit. Jesus ist derjenige, der Beerdigungen störte, weil er die Toten auferweckte. Jesus hat unglaubliche Zeichen und Wunder getan. Jesus hat die Kranken geheilt und die Dämonisierten befreit. Das ist Jesus. Jesus hat in übernatürlicher Kraft gelebt und er tat erstaunliche Wunder. Und wir sehen in der Bibel Menschen, die genau diese wunderwirkende Kraft erlebt haben, wie sie auch durch ihr Leben fließt. Ich denke an Josua, der zum Beispiel der Sonne befohlen hat, stillzustehen. Und die Zeit wurde angehalten. Ich meine, wie cool ist das denn? Und ich denke natürlich an Mose, der an vielen unterschiedlichen Orten der Geschichte Gottes wunderwirkende Kraft erlebt hat, wie sie durch ihn fließt. Denken wir nur dran, wie er das Volk Israel durch das Meer geführt hat. Da war ein Meer und kein Weg. Und Mose hat seinen Stab genommen und er hat dieses Meer geteilt. Also Gottes wunderwirkende Kraft
wirkte durch Mose, sodass ein Weg da war, wo vorher kein Weg zu sehen war. Und er, Gott, Jesus, er wird es wieder tun. Wir folgen Jesus. Und so werden wir erleben, wie der Heilige Geist uns hilft in dieser kommenden Zeit, dass wir wieder unseren Blick zurück fokussieren auf Jesus. Wir folgen ihm, wir folgen seinem Beispiel. Und er hat gesagt, dass wir dieselben Dinge tun werden, wie er getan hat und noch größere. Und wenn du dir das durch den Kopf gehen lässt, was Jesus alles tat, wie er lebte und wie er war und es einfach dieses Bild auf dich projizierst, dann weißt du, wo es hingeht. Und darauf will ich meinen Blick richten. Ich folge Jesus und er ist derjenige, der mir hilft, meinen Fokus wieder ganz darauf auszurichten. So, das Dritte, was ich gehört habe, war, dass wir in eine Zeit hineinlaufen der tiefen Stabilisierung. Was meine ich damit? Auch hier habe ich ein Bild gesehen, beziehungsweise zuallererst eigentlich das Wort Destabilisierung gehört. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich das überhaupt hier so weitergeben möchte, weil meine sofortige Reaktion war eher, oh nein, nicht noch mehr Destabilisierung. Ja, wir haben ein Jahr der Destabilisierung erlebt und ich habe das Empfinden, dass Gott sagt, es ist noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, dass in der Welt, wie wir sie kennen, dieses Ausmaß an Destabilisierung fortschreiten wird. Und es ist einerseits hart, weil wir sehnen uns nach Stabilität. Aber Gott hat mir diese Vision geschenkt, die ich auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen kann. Und zwar habe ich ein Haus gesehen. Und es war eigentlich ein prophetisches Wort für jemand, aber Gott hat gesagt, das ist einfach mein Wille für dieses Jahr. Und dieses Haus ist unglaublich in die Tiefe gewachsen. Es war, wie wenn dieses kleine Haus eine Pipeline hatte, die in die Tiefe geht und die plötzlich die Dimension gewechselt hat und dann im Himmel zu finden war. Und in Hesekiel 47, in diesem Kapitel, das ist ein unglaubliches Kapitel, da lesen wir, wie der Strom Gottes unter den Tempelmauern hindurch fließt in das Land hinein. Und in diesem Kapitel steckt so viel, aber es wird beschrieben, wie an diesem Strom, an diesem Fluss Bäume wachsen. Bäume, die 12-mal im Jahr Früchte tragen und die Heilung für die Nation bringen werden. Und ich habe einfach gesehen, wie in dieser Zeit der Destabilisierung und der Instabilität die Stabilität einfach im Volk Gottes, in den einzelnen Menschen, in den Häusern und auch in einigen Gemeinden einfach zunehmen wird, indem dass sie wirklich eine Pipeline haben. Wie das genau funktioniert, ich weiß es nicht, im Geistlichen. Wie eine buchstäblich beständige Pipeline hin zu diesen Bäumen aus Hesekiel 47 und Zugang einfach zu diesen Früchten, die diese Bäume tragen, sodass wir immer wieder Heilung finden, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nation. Und dadurch wird unsere Nation, diese Welt, ein zunehmendes Maß an Stabilität, an einer tiefen Stabilisierung erleben und es wird anhalten bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Also es ist eine Zeit, in der Gott einfach neue Dinge tut. Er stellt wieder her, er schenkt uns einen Refokus, er verändert unseren Blickwinkel wieder hin auf Jesus und dass wir berufen sind, so zu leben wie er in seiner wunderwirkenden Kraft. Und er tut ein Werk in die Tiefe, was wirklich eine tiefen Stabilität hervorbringt. Und all diese Dinge, die geben mir Hoffnung, die geben mir Mut, die helfen mir, mich einfach in Übereinstimmung zu bringen mit Gottes Willen. Und das wollte ich einfach mit euch teilen. Was kommt, ist eine herausfordernde Zeit, aber eine gute Zeit, eine gute Zeit. Eine Zeit, in der wir Dinge sehen werden, die wir nicht gesehen haben, aber von denen wir schon lange träumen. Gott ist mit uns, heute und morgen und in diesem ganzen Jahr. Damit möchte ich euch echt segnen. So, und wenn ihr in den kommenden Tagen Zeit habt, dann möchte ich euch genau genommen am 6. Januar nochmal erinnern und euch einladen, wenn du dich noch nicht für meinen Workshop angemeldet hast mit dem Titel Erfolgreich sein im neuen Jahr, dann tu das jetzt. Es ist etwas, was du brauchst. Hier geht es nicht um die großen, unglaublichen Ziele und Pläne, die jede Menge Arbeit abverlangen, sondern schlicht um die Tatsache, dass ich überzeugt davon bin, dass es ein biblisches Prinzip ist, dass wir eigentlich
mit Träumen und Plänen und Visionen leben sollen und können, um einfach zu wachsen und das Land einzunehmen, das Gott uns gegeben hat. Ich glaube, dass Menschen, die nur vor sich hin leben und auch Christen, die keine klare Vision haben von der Zeit, in der sie stecken und von dem, was auf sie wartet, so ganz persönlich, ich glaube, dass diese Menschen viel weniger wachsen, sich entwickeln und vorwärts kommen, wie sie eigentlich könnten. Ich glaube, dass Gott uns wirklich für beständiges Wachstum und Erfolg in allen Bereichen unseres Lebens erschaffen hat. Und dieser Workshop würde auf ganz praktische Art und Weise helfen, dich auf dieses Jahr einzustellen und einfach eine Idee davon zu bekommen, was das für dich ganz persönlich heißt. Es wird dir Dinge an die Hand geben, die dir helfen, nicht nur gelebt zu werden und auf Dinge zu reagieren, sondern dich selber, sage ich mal, ans Steuer zu setzen und zu bestimmen, wo dieses Jahr mit dir hingehen wird. Also, falls du noch kein Ticket dafür hast, hol dir dieses Ticket und melde dich zum Workshop an. Es ist wirklich Zeit, die du nicht bereuen wirst. In diesem Sinne, ich euch einfach mega Segen von Gott und bis dann.